Ein Land, in dem die Wirtschaft sogar dieses Jahr wahrscheinlich um 8 oder 9% wächst und wo auch der Aktienmarkt fast ununterbrochen steigt. Trotzdem wird es von den Anlegern bei uns relativ wenig beachtet, was ein Fehler ist. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Schon heute eine der größten Volkswirtschaften der Welt, wo aber auch gleichzeitig die Wirtschaftsleistung und auch die Börse stark steigen. Und trotzdem habe ich festgestellt, zu meinem Entsetzen, das letzte Mal, dass ich zu diesem Land ein Video gemacht habe, das ist jetzt schon fast 3 Jahre her. So sah das damals aus. Boombörse, 7% Wachstum pro Jahr. Der neue Gigant. Um das nur noch mal klarzustellen, mit der neue Gigant, da habe ich da nicht mich selber gemeint. Und das, was mir da aus dem Kopf wächst, das ist jetzt auch kein Gehirn und auch kein Pilz und keine Badekappe, sondern das sollte ein Turban sein. Wir haben damals begeistert mit einfachen Mitteln und der Turban darum, weil es in dem Video nämlich um Indien ging. Alles andere ist aber immer noch aktuell von damals. Also damals wie heute, Indien wächst immer noch stark und ist immer noch eine Boombörse. Das ist der indische Leitindex, der BSE Sensex 30, die letzten 25 Jahre. BSE steht für Bombay Stock Exchange, die älteste Börse in Asien. Bombay heißt inzwischen Mumbai und Raider heißt Twix, aber der Sensex stürmt trotzdem immer noch nach oben. Seit ich das Video damals gemacht habe, ist er nochmal um 40% gestiegen, trotz einem schweren Einbruch zwischendrin im Corona-Shock 2020. Auch sonst hat es natürlich da auch immer wieder mal Rücksetzer gegeben. Natürlich 2008 in der Finanzkrise, 2011 und 2015 sieht man hier auch. Da ist es jetzt auch nicht besonders gelaufen, aber trotzdem unterm Strich hat sich der Sensex die letzten 25 Jahre vervierzehnfacht. Und ich habe neulich einen Beitrag gelesen von einem Analysten von CLSA. Der hat gesagt, es wird natürlich auch weiter Schwankungen geben, aber der Bullenmarkt in Indien, der sei eben so stark, dass wir in den nächsten 3 bis 5 Jahren trotzdem 100.000 Punkte erreichen werden. Zurzeit sind wir bei ungefähr 56.000, das wäre dann also fast nochmal eine Verdopplung. Dennoch, die deutschen Anleger, die interessieren sich für Indien, ja, eher bedingt, würde ich mal sagen. Liegt wahrscheinlich auch daran, dass es bei uns jetzt eben nicht so viele Einzelaktien gibt aus Indien, die man hier auch handeln kann. Ein paar gibt es aber und ich werde hier jetzt über das Land sprechen und über die Börse und Einzelwerte aus Indien. Die gibt es dann nächste Woche bei uns im Zukunftsmärkte-Report. Da kriegen Sie dann 4 indische Blue Chips und wie es bei denen so läuft und was da passiert ist in letzter Zeit und wie die auch bewertet sind. Und die Reports von uns, die sind natürlich auch gratis. Da müssen Sie sich auch nur einmal eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de und der Link dafür, der ist hier auch nochmal unter dem Beitrag. Indien. Viel Licht, viel Schatten, kann man sagen. Nach wie vor Rückständigkeit und viel Armut auch. Es ist auch ein Land, das unter seinem Potenzial geblieben ist. 1990, da war das indische Pro-Kopf-Einkommen in Dollar sogar leicht höher als das in China. Heute ist das chinesische 5-mal so hoch, bei ungefähr 10.000 Dollar. Wobei das chinesische Wachstum natürlich auch überragend war in der Zeit. Aber trotzdem, Indien ist da im Vergleich zurückgeblieben. Aber was die Investoren eben trotzdem fasziniert, das ist eben das Aufholpotenzial. Und dass sich die indische Wirtschaft von einem niedrigen Niveau aus eben doch sehr dynamisch entwickelt im Moment. Und dann auch die schiere Größe, also fast 1,4 Milliarden Menschen. Und allein dadurch ist es ja fast schon unvermeidlich, dass Indien aufsteigt zu einer der größten Volkswirtschaften weltweit. Im Moment ist es auf Platz 5, in 20, 30 Jahren sind wir da aber wahrscheinlich mit Indien schon auf Platz 2, vor den USA, hinter China. 50% der Bevölkerung sind zwischen 18 und 35 Jahre alt, das heißt auch die Demografie ist ziemlich vorteilhaft.
Und Indien wächst eben auch einfach. Also es gibt auch da natürlich jetzt Modernisierung, es gibt auch da große moderne Konzerne natürlich und Investitionskapital, das in Indien auch was bewegt. Letztes Jahr ist die Wirtschaft gewachsen um 8,2%. Für dieses Jahr sind die Schätzungen auch wieder hoch. Der IWF geht zum Beispiel immer noch von einem Wachstum aus von über 8%. Moody's rechnen sogar mit 9,1%. Unter den großen Volkswirtschaften der Welt auf jeden Fall die mit Abstand höchste Wachstumsrate. Bei China liegen die Schätzungen nur noch so bei 5% und bei uns, naja, da reden wir lieber gar nicht drüber. Das lässt einen natürlich auch über viel hinwegsehen als Anleger. Also zum Beispiel jetzt erst wieder eine große Hitzewelle, dadurch wieder mal große Not in der indischen Landwirtschaft, von der 40% der Bevölkerung leben immer noch. Es ist also immer noch in großen Teilen eine Agrargesellschaft. Dann die Spannungen mit China oder die Politik überhaupt, auch alles andere als optimal. Narendra Modi, der Premier seit 2014, ist auch ein Populist, betreibt Hetze gegen die Muslime da. Es ist ein Regime, das auch autoritärer wird, immer mehr. Man macht aber eben trotzdem immer wieder die Erfahrung, die Börse kann auch solche Entwicklungen wegstecken, wenn irgendwo eben die langfristige Perspektive stimmt. Und abgesehen davon, Modi trotz allem ist auch immer noch der Mann der Wirtschaft, wegen einer liberalen Wirtschaftspolitik, die er betreibt und die auch erfolgreich ist, und wegen großer Reformen, die er gemacht hat. Also Steuerreform zum Beispiel vor ein paar Jahren, Bargeldreform, hätte ihm keiner zugetraut, dass er das so wirklich durchzieht. Wir haben hier also eine Rallye, aber dadurch sind indische Aktien auch relativ teuer im Vergleich zu vielen anderen Börsen in Emerging Markets. Der MSCI India, der ist jetzt bewertet mit einem KGV von über 25, das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist bei über 3,5 und die Dividendenrendite, die ist jetzt auch nur noch so bei 1,2%. Damit ist er in jeder Hinsicht teuer, ist sogar höher bewertet als der MSCI USA, außer beim Buchwert. Das ist jetzt zwar nichts Neues auch, also es war bei meinem letzten Video über Indien auch schon so. Und manche sagen ja, naja Gott, Indien ist eben ein bisschen so wie die Coca-Cola-Aktie. Eigentlich immer zu teuer, aber trotzdem fällt sie nicht. Und der indische Markt ist in diese hohen Bewertungen dann am Ende auch immer wieder reingewachsen. Es gibt aber noch einen Schönheitsfehler. Das ist der MSCI India Index, auch wieder ungefähr 25 Jahre. Der ist auch gut gestiegen, keine Frage, aber das sieht trotzdem da gleich ganz anders aus. Der hat sich nämlich nur verachtfacht, nur in Anführungszeichen natürlich. Und die Schwankungen zwischendrin, die sind da aber viel, viel stärker. Er ist immer noch ein Outperformer, also speziell, wenn wir es auch mit anderen Emerging Markets vergleichen. Also hier blau der MSCI India, gelb MSCI Emerging Markets, grün MSCI BRIC Index, gerade auch die letzten 2 Jahre, wo er sich da regelrecht abgekoppelt hat. Das liegt an China auch, dass es da schlecht gelaufen ist und jetzt auch Russland natürlich. Aber es ist eben trotzdem nicht das Gleiche mit dem MSCI und das hat einen einfachen Grund. Der Sensex ist ein lokal gehandelter Index, der wird in Rupien gehandelt und der MSCI India, der wird aber gehandelt in harten Dollar. Das ist die indische Rupie zum Dollar. Ich habe leider nur einen 10-Jahres-Chart maximal, aber sie ist in der Zeit auch schon um über 30% gefallen zum Dollar. Und das ist ein Problem für westliche Anleger. Die Rupie ist einfach keine harte Währung. Und wer investiert in indische Aktien, der kämpft da dann eben auch permanent an gegen diese potenziell schwache Rupie. Die Inflation in Indien ist bei 7%. Da kann man jetzt sagen, wo ist das Problem? Das haben wir hier auch. Und Indien hat ja gestern sogar seinen Leitzins angehoben auf 4,4% im Vergleich zu uns sehr solide. Das Problem ist aber einfach, die Emerging Markets, die stehen da, was die Geldpolitik betrifft, auch unter einem ganz anderen Handlungsdruck als die reichen Länder. Klingt komisch, ist aber so. In Brasilien zum Beispiel, da ist der Leitindex jetzt schon wieder bei 11,75% zur Verteidigung der Währung, ist inzwischen auch erfolgreich. Indien war da aber relativ lax die letzten Jahre. Das ist der Leitzins in Indien die letzten 10 Jahre. Der kommt aus ganz anderen Regionen und ist in der Corona-Krise dann abgesenkt worden auf ein Rekordtief von 4%.
Es sollte die Wirtschaft anschieben. Und darum ist er jetzt eben auch erst wieder leicht angehoben worden, damit man der Fed da ein bisschen zuvorkommt. Und dementsprechend die indische Inflation, die war auch schon in anderen Regionen. Und man hat sie sogar 2017 oder 2019 ziemlich in den Griff gekriegt wieder. Aber grundsätzlich ist Indien eben doch ein Land, das in Verdacht steht, dass es auch eine hohe Inflation in Kauf nimmt von 5%, 6%, 7% zur Stimulation der Wirtschaft. Und was noch dazu kommt, Indien ist einfach auch kein Exportland, anders als viele andere Länder in Asien. Indien importiert viel, schiebt auch seit Jahren ein hohes Handelsbilanzdefizit vor sich her, das auch immer größer wird, je größer die indische Wirtschaft wird. Und dieses Jahr wird es wahrscheinlich besonders schlimm, weil Öl, Gas, Kohle und diese Dinge, die sind jetzt besonders teuer. Die muss Indien importieren. Indien ist eben auch kein großer Rohstoffproduzent, beziehungsweise der Rohstoffverbrauch ist eben deutlich höher als die eigene Produktion. Indien will dafür dieses Jahr mehr Nahrungsmittel exportieren. Da sind die Preise auch gut, aber auch das muss erstmal klappen. Wie gesagt, Hitzewelle und jetzt ja auch Düngemittelknappheit in Indien im Moment. Ich gehe auf jeden Fall davon aus, das Handelsbilanzdefizit steigt dieses Jahr deutlich und das in Kombination mit einem Leitzins deutlich auch unter der Inflationsrate zu einem Zeitpunkt, wo in den USA ja die Fed jetzt doch die Inflation bekämpfen will, tatsächlich oder vermeintlich. Das hat die Rupie jetzt schon geschwächt, hier nochmal auf 2 Jahre zum Dollar und das schwächt sie wahrscheinlich eben jetzt auch weiter. Was dann wiederum eben auch heißen kann, Kapitalabflüsse aus Indien oder auch von der indischen Börse weg oder aber auch zumindest Wechselkursverluste für ausländische Anleger, die in Indien investieren. Und das zu einem Zeitpunkt, in der die globalen Finanzmärkte sowieso wackeliger sind und wo die Bewertungen in Indien hoch sind und das Sentiment für Indien immer noch übertrieben gut. Sie sehen also schon, ich bin auch ein bisschen skeptisch im Moment. Ich halte den indischen Markt für korrekturanfällig, Wachstum hin oder her. Und für Value-Anleger völlig klar, da ist Indien schon mal gar nichts. Aber auf der anderen Seite, die Langfristperspektiven, würde ich sagen, die sind in Indien schon da. Jemand vom IWF hat mal gesagt, schon vor Jahren, Indien ist ein Elefant, der gerade anfängt zu rennen. Und das trifft es auch ganz gut. Und der Elefant, der wird garantiert noch ein paar Mal auf die Schnauze fallen. Das war bei allen anderen Ländern auch so, die aufgestiegen sind, so in den letzten Jahrzehnten. Aber bei allen Problemen, Hürden, Rückschlägen insgesamt sind die Aussichten doch sehr gut. Ich würde nur nicht volle Kanne reingehen im Moment. Eine gute Strategie für Indien könnte ich mal vorstellen. Zum Beispiel ein kleiner Sparplan auf einen Indienfonds oder auf einen ETF, wo man sich mit kleinen Summen über die Jahre da ein bisschen positioniert. Dann hat man auch Zugriff indirekt zumindest auf Einzelaktien, den man sonst nicht hat, weil ja viel an indischen Einzelaktien hier nicht gekauft werden kann. Man kann es aber trotzdem auch versuchen mit Einzelaktien, die es hier gibt. Und dazu, wie gesagt, dazu stellen wir Ihnen ein paar vor nächste Woche in unserem nächsten Gratis-Zukunftsmärkte-Report. Der geht raus am Dienstag. Für den müssen Sie sich nur noch eintragen, wenn Sie es noch nicht gemacht haben, auf www.zukunfts-märkte.de. Gut, ganz kurz noch, was ich gesagt habe zur indischen Rupie. Das gilt für die Rupie. Aber es sind viele Schwellenländerwährungen, auch viele andere, auch gefallen die letzten Jahre zum Dollar und zum Euro. Und das war eben in vielen Fällen definitiv nicht gerechtfertigt, weil die Schwellenländer, die haben auf die Inflation jetzt viel konsequenter reagiert. Das würdigt nur im Moment keiner, weil wir hier denken, nach all den Jahren der Nullzinspolitik, die wir gehabt haben, dass die Gesetze, die eigentlich überall auf der Welt gelten, würden, dass die für uns nicht mehr gelten. Und die USA jetzt, die machen ja jetzt zumindest den Anschein, dass sie die Inflation bekämpfen werden. Und die EZB ist da aber immer noch hirntot. Und es weiß auch keiner genau, ob sie jemals wieder aufwacht. Und ich habe Ihnen vorhin die indische Rupie zum Dollar gezeigt. Das ist sie jetzt zum Euro, auch auf 2 Jahre.
Wenn man also im Euro-Raum ist, dann kann man fast schon sagen, da ist die Rupie auch eine neue Fluchtwährung. Der Euro schmilzt auch zur Rupie weg wie Weichkäse. Zumindest da haben wir am Markt auch mal eine nachvollziehbare Aussage zur Glaubwürdigkeit der Geldpolitik in den beiden Ländern. Im Moment steigt ja sogar die türkische Lira im Vergleich zum Euro. Und Christine Lagarde, die sollte vielleicht echt mal drüber nachdenken, ob sie sich nicht mal bewerben will bei der türkischen Notenbank. Sie wäre da wahrscheinlich die erste Notenbankchefin, die Erdogan nicht gleich wieder rausschmeißt. Das sind aber alles Dinge natürlich, da denken wir ein andermal drüber nach. Indien bleibt natürlich auf jeden Fall spannend. Also denken Sie auch dran, dass Sie sich eben noch eintragen hier für die indischen Einzelaktien, für den Report. Und was die Videos hier aber auch betrifft, ich verspreche jetzt schon mal, dass es jetzt nicht wieder 3 Jahre dauert, bis Sie zu Indien wieder ein Update kriegen hier. In diesem Sinne, alles Gute Ihnen, Dankeschön fürs Zuschauen.